Hallo liebe Fupana, wir sind heute zu Gast bei der Oldenburger Faninitiative, beziehungsweise wir sind in den Räumlichkeiten der Oldenburger Faninitiative und wir haben heute zwei junge Herren hier, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, den VfB für alle Verein zu repräsentieren. Stellt euch kurz eben vor. Ja, hallo, mein Name ist Linus, bin 22 Jahre alt, OFI-Mitglied und Vorstand im VfA. Ich bin Jan-Erik, bin 20 Jahre alt, bin auch OFI-Mitglied und bin Kassenwart bei VfB für alle. Okay, VfB für alle, was steckt dahinter? Welche Intention? Was habt ihr vor? Ja, generell, also VfB für alle, also ausgesprochen Vereinsfußball für alle, bedeutet erstmal, also es ist ein gemeinnütziger Verein, den wir gegründet haben, und zwar im Januar 2012. Und Ziel und Sinn und Zweck der Aktion ist eigentlich, dass man im Stadion und auch außerhalb des Stadions wollen wir halt Diskriminierung abbauen. Das heißt, in jeglicher Art, ob Sexismus, Homophobie, Rassismus. Und versuchen wir durch Projekte, Vorträge und Aktionen, dies eben durchzusetzen. Okay, und wie ist dazu gekommen, diesen Verein zu gründen? Gab es besondere Anlässe oder? Ja, wir haben uns als Oldenburger Faninitiative schon seit mehreren Jahren an der Fair Action Week beteiligt. Das ist eine Organisation aus England, die europaweit Antirassismuswochen immer im Oktober durchführt. Und also, da haben wir uns als Oldenburger Faninitiative noch immer regelmäßig dran beteiligt. Und uns ist dann aber aufgefallen, dass das zu wenig ist, dass es einmal im Jahr eine Woche lang irgendwie Antidiskriminierungsarbeit zu betreiben. Und wir wollten was Eigenständiges, was Längerfristiges daraus machen. Und um auch die Finanzierung sicherzustellen, haben wir dann uns entschieden, einen Verein zu gründen, ja, um die Finanzierung sicherzustellen und dann längerfristig über das ganze Jahr Aktionen durchführen zu können. Das bedeutet, ihr seid noch recht jung. Wann habt ihr den Verein gegründet? Im Januar 2012. Also wir existieren jetzt gute anderthalb Jahre, hatten damals 11 Gründungsmitglieder und sind jetzt aber auch schon auf knapp 30 Mitglieder angewachsen. Okay, und wie sehen derartige Aktionen aus? Macht ihr was im Stadion, wenn euch was auffällt, außerhalb des Stadions? Habt ihr Kooperationen? Also es ist erstmal grundsätzlich aus der Fair Action Week entstanden. Das war meist immer im Stadion Aktionen. Das waren Aufklärungsarbeiten im Bezug zum Beispiel mit Choreos, dass man große Themen, also Themen in Form von Choreografien im Stadion umgesetzt hat. Aber das war meist nicht alles. Da gab es dann dazu Infoblätter oder sonstige Informationen. Und in der Woche das Spiel, wo die Choreografie war, gab es meistens noch Vorträge mit Referenten zu diversen Themen oder Filmvorführungen. Ja, und wir sind jetzt auch dazu übergegangen, mit diversen anderen Organisationen zu kooperieren. Die letzte große Kooperation war mit dem mittlerweile auch Vereinsstatus erhaltenen Initiative, die Fußballfans gegen Homophobie. Mit denen haben wir im Juni in Oldenburg hier am CSD teilgenommen und haben am Tag danach das deutschlandweite Bündnistreffen organisiert, wo wir uns hier im Fanprojekt getroffen haben, um zu überlegen, wie man deutschlandweit weiter gegen Homophobie vorgehen kann, weil das im Fußball leider immer noch ein großes Thema ist. Also ihr kommt praktisch, lebt nicht nur im digitalen Leben über eine Website, über Flyer oder ähnliches, sondern ihr startet Aktionen, ihr bringt Leute zusammen, ihr wollt Öffentlichkeitsarbeit betreiben, ihr wollt nach außen gehen. Ist das so richtig verstanden? Das ist absolut richtig und wir freuen uns auch immer, wenn gerade Fußball Leute, die nicht am Fußball interessiert sind, an unseren Aktionen teilnehmen. Zum Beispiel letztes Jahr gab es Gedenkstättenbesuche, einmal in Wien und einmal in Esterwegen und da waren auch viele Menschen, die man sonst nicht bei Heimspielen des VfBs antrifft und das freut uns natürlich. Okay, sehr schönes Projekt, hört sich alles super an. Ihr seid jetzt anderthalb Jahre da, anderthalb war richtig. Korrekt. Was für Ziele habt ihr mit VfB für alle noch? Ja, das allgemeine Ziel ist halt Diskriminierung abbauen. Wir wollen, dass sich alle Leute im Marschwegstadion und auch im Fanumfeld des VfB Oldenburg wohlfühlen können, dass es keine Diskriminierung gibt. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten, dass man Leute mal darauf hinweist, dass man Neger nicht mehr als Schimpfwort, dass man das nicht als Schimpfwort benutzt oder Schwuchtel. Das sind so Kleinigkeiten, ja. Und da wollen wir einfach das gesamte Publikum beim VfB Oldenburg oder im Umfeld des VfB Oldenburg für sensibilisieren, dass sich wirklich jeder bei uns beim VfB wohlfühlen kann. Darum haben wir auch den Namen VfB für alle. Weil wir möchten, dass der Verein für alle da ist und sich jeder wohlfühlen kann beim Verein. Okay, gut. Ja, schöne Abschlussworte. Ich denke, jeder ist willkommen bei euch. Das sagt der Name, das habt ihr gerade ausgedrückt. Und wenn ihr Interesse habt, dann kommt mal vorbei auf der VfB für alle Website. Die lautet wie? Ja, genau. Ich glaube, schlicht und ergreifend vfbfueralle.de. Googelt einfach, ihr werdet es schon finden. Genau. Ansonsten ins Fanprojekt oder zu Heimspielen des VfBs. Da wird man uns immer antreffen. Alles klar.
Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die schönen Worte, für die Informationen, dass wir ein bisschen schlauer geworden sind über das Projekt, über den Verein, und an euch bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.